Wer in den letzten Wochen in Neubrandenburgs Innenstadt unterwegs war, wird ihn schon gesehen haben. Denn seit Mitte Mai sitzt ein Mann mitten auf dem Marktplatz und meditiert. Er selbst nennt sich Noah und sieht sich als den auserwählten Messias, welcher erkannte, dass Menschen durch ihre Persönlichkeiten und Egos nur Rollen darstellen und so ihren wahren Geist verstecken würden. Daher wirbt er dafür, aus dem Ego-Kreis des Seins auszutreten und sich für die Liebe Gottes freizumachen. Doch auch Noah musste erst lernen, was es heißt, dem eigenen Ego zu verfallen. Ich habe auch diese Nicht-Akzeptanz in mir gehabt, als Kind schon, gegen dieses Ego-Bewusstsein. Ich bin aber auch darauf reingefallen, so wie jeder andere Mensch, und habe die Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens durchlaufen, weil ich doch alles immer so voll und ganz mache, dann auch wirklich in der maximalen Ausdehnung. Soweit verlief das Leben des in Neubrandenburg geborenen Noah recht durchwachsen. Nach dem Verlassen der Schule nach der 8. Klasse lernte er den Beruf des Schlossers und verfiel in eine Alkoholsucht, der er jedoch wieder entkommen konnte. Es plagten ihn Wutanfälle und er merkte, dass irgendetwas nicht stimmt. Er verrichtete seinen Militärdienst und holte das 9. und 10. Schuljahr nach. Und dann kam die Wende und da habe ich die Erfahrung gemacht, habe mich umgeschaut und habe so gesehen, Mensch, jeder Ossi wird hier mindestens einmal belogen oder betrogen oder belogen und betrogen. Und das ist noch legal. Die Welt ist ein Räuberhaufen. Okay, gut, das kann ich auch. Das war so meine Trotzreaktion, die war nicht richtig. Aber es war halt meine Reaktion. Und so bin auch ich letztendlich in diese Räuberwelt eingestiegen. Und ja, und es war eben auch abenteuerlich. Es war sehr abenteuerlich und ich liebe auch Abenteuer. Diese Abenteuer bedeuteten zum Teil auch Auseinandersetzungen mit Polizei und Kriminalität. Dafür landete Noah 6 Monate in Untersuchungshaft. Dann holte er sein Fachabitur nach und studierte Sozialpädagogik in Bayern. Doch die Wendezeit und sein sehr aufgeregtes Leben brachten Noah zum Nachdenken. Da er mit seiner Situation unzufrieden war, widmete er sich mehr und mehr der Spiritualität. In meinem Leidensdruck habe ich mich dann vor knapp zehn Jahren, an Jesus gewandt, nach innen in mich. Und sagte, Jesus, ich bitte dich, hilf mir, mich vom Ego-Bewusstsein zu befreien. Und ich bitte dich, Jesus, lass mich deinen Weg gehen. Weil das wusste ich, er hat's gepackt, also sein Weg muss stimmen. Eine Woche, 10 Tage später kam ein befreundetes Paar zu mir. Und die Frau, Julie, ist finanziell äußerst gut aufgestellt. Also mehr als das menschlich vorstellbar ist. Und sie hat in der Welt mehrere Güter. Unter anderem hatte sie eben dieses Anwesen in den französischen Pyrenäen in der Nähe von Carcassonne und hat mich gefragt, ob ich dieses Anwesen betreuen würde. Und in diesem Moment hat ätherisch Jesus neben uns gestanden. Das war seine Antwort. Ja, okay. Ja, und so bin ich dahin und ich spürte in mir doch auch eine totale Angst und heute weiß ich, es war die Angst des Ego-Bewusstseins, weil es wusste, jetzt geht's ihm an Kragen. Damit begann eben mein gerader Weg. Dieser gerade Weg führte Noah quer durch Europa und auch zurück auf den Neubrandenburger Marktplatz. Dabei vertritt er keine Religionsgemeinschaft. Er steht aus seiner Sicht in enger Verbindung zu Jesus. Aber auch Einflüsse aus dem indisch-nepalesischen Raum oder der radikal-christlichen Katara finden sich in seinen Glaubenssätzen wieder. Die Kirche als Institution lehnt er ab. Wichtig ist für Noah, den Menschen zu zeigen, dass es möglich ist, das Ego hinter sich zu lassen und den Geist frei zu machen. Dabei habe jeder sein eigenes Tempo. Sagen wir mal, die Welt ist eine Schule. Ob wir eben Schüler sind in der 1. Klasse, oder ob wir Schüler sind in der obersten Klasse. Wir sind alle Schüler und wir sind alle eins. Das ist ganz wichtig. Also niemand ist irgendwie schlechter, nur weil er halt eben noch in der Trennung lebt, in der Angst und in Anführungsstrichen böse handelt.
dann irrt er sich einfach. Er ist nicht schuld. Das ist ganz wichtig. Es geht immer nur um Irrtum. Also wir vergeben uns praktisch unseren Irrtum, denn das ist ja eine relative Welt. Dabei stößt Noah bei manchen Menschen auf Interesse, die sich zu ihm setzen und mit seiner Sichtweise Kontakt aufnehmen wollen. Aber nicht jeder respektiert sein Tun. Wenn sich das so massiert zeigt, dass Menschen einfach grußlos vorbeigehen oder einen sogar noch verächtlich behandeln, also geh arbeiten zum Beispiel oder was, dann ist es auch schon mal vorgekommen, dass ich dann eben wirklich den ganzen Marktplatz geflutet habe. Also ihr blinden Seelen, werdet endlich wach, habt endlich den Mut, mal in euch zu gehen. Ihr redet von Würde. Im Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich sage euch, würdigen dann, wenn man den Mut hat, eben diese Aktivitäten des Egos anzuzweifeln und zu versuchen, das abzulegen. Da beginnt die Würde, genau da. Noah sieht die Aufgabe darin, wie ein Prophet seine Sichtweise unter die Menschen zu bringen. Und er würde sich wünschen, Personen zu finden, die seine meditative Aufgabe weiterführen. Er würde sich dann auf eine höhere geistige Ebene begeben und die Menschen begleiten. Das könnte Noahs Aussagen nach schon in diesem Herbst der Fall sein. Wie er sagt, lasse er sich von seinem Weg nicht abbringen und damit sei er glücklich. Für Interessierte, die mehr über Noah erfahren wollen, haben wir das komplette Interview auf unseren YouTube-Kanal hochgeladen.